Hallo und herzlich willkommen zu unserer 7. Folge Simotrans. Wir machen dort weiter, wo wir gestern aufgehört haben, aber bevor wir das tun, gucken wir uns einmal so ein bisschen um, was passiert ist im letzten Monat. Denn ich habe wieder einen Monat vorgespult, damit wir finanziell ein wenig besser gestellt sind. Wir gucken einmal ins Finanzfenster und werden das Monatsfenster vom letzten Monat öffnen. Wir sehen, wir haben einen Betriebsgewinn gemacht. Mal eben 100.000 mehr als im Vorjahr. Unser Gesamtvermögen beläuft sich jetzt auf 236.000, wobei wir da jetzt ein bisschen aufpassen müssen, da der Fahrzeugwert auf Dauer sinken wird. Unsere Marge war auch im letzten Monat wieder im Plus. Ein bisschen mehr als im Vormonat. Und wir haben außerdem in unseren Benachrichtigungsfenstern beim Stadtwachstum auch noch einiges Neues. Wir haben in Ludwigshafen und in Berlin jeweils einen French Park. Wir gehen mal nach Berlin und schauen uns den einmal an. Jetzt sind wir in Ludwigshafen. Naja, egal. Das ist unser French Park. Aber wie gesagt, damit wollen wir uns heute gar nicht befassen. Wir bleiben hier oben in der Ecke. Dort ist nämlich unsere Ölraffinerie. Und die Ölraffinerie, die ist voll. Voll gepumpt mit Benzin, Plastik und Chemikalien. Jetzt haben wir momentan nur einen Verbraucher, der nimmt Chemikalien. Das ist die Druckerei, die werden wir heute anschließen. Und damit fangen wir auch an. Die Druckerei, die befindet sich in der südwestlichen Seite, ist das von Köln-Bonn. Von Köln. In Köln befindet sich die Buchdruckerei. Und die Ölraffinerie, die befindet sich nördlich von Köln. Die Druckerei, die braucht nicht nur Chemikalien, die Druckerei, die braucht auch Papier. Da haben wir gestern auch schon ein bisschen was gebaut. Wir haben nämlich hier unsere erste LKW-Linie eingerichtet zur Papierfabrik. Und von dort werden wir das Papier jetzt mit LKWs an unsere Druckerei bringen. Also bauen wir uns hier einmal eine Straße. Dann werden wir hier mal ein bisschen tiefer legen, das Ganze. Dann können wir im gleichen Atemzug, wenn wir dabei sind, hier schon mal hochlegen, weil dort nachher unsere Gleise langlaufen werden. Ja doch. Und dann können wir hier unseren Frachthof. Ach, ich habe da echt so ein Loch im Hirn. Naja. Dann können wir hier auch gleich die neue Linie einsetzen, damit wir auch dort möglichst schnell Gewinn rausfahren. Nämlich von der Papierfabrik mit 100% Papier zur Druckerei. Wir suchen uns im Depot die passenden LKWs aus. Dazu machen wir den Filter mal wieder unsicher. Papier. Gucken wir uns mal hier um. 35, 6 Paletten. 10. Nehmen wir diesen LKW hier. Weisen den erster Linie zu und kopieren ihn dann. Nicht wie ich sonst immer mache. 5 Stück nehmen wir da erstmal. Dann sollten wir die Linie auch noch benennen, bevor wir dort in eine Misere geraten. Papier zur Druckerei. Wie gesagt, sollte jemand Vorschläge haben, ich warte da immer noch drauf, dass mir irgendjemand Vorschläge für die Liniennamen macht. Dann haben wir das angeschlossen. Dann können wir hier unten schon wieder ein bisschen Geld verdienen. Dann werden wir jetzt unsere Gleise legen. Und zwar fangen wir damit erstmal an, indem wir von der Druckerei Richtung Köln gehen. Wir können jetzt mal hier irgendwie in die Nähe arbeiten. Und dann zoomen wir da mal rein, damit wir sehen, was wir hier haben. Dann können wir eigentlich hier rüber gehen, dort den Bahnhof hinbauen. Diese Kachel müssen wir achten. Dort werden wir dann unsere Straße ein wenig verlegen. Na, das ist jetzt Quatsch, was ich hier mache. So soll das sein. Unser Bus, der nimmt natürlich gleich die neue Strecke. Dann haben wir hier den Bahnhofsbereich und dann werden wir jetzt von unserer Raffinerie dort unten anschließen. Ich weiß, 90 Grad Kurven, habe ich mal gesagt, sind eher suboptimal, sehe ich auch so, aber wir haben jetzt hier hinten dran gleich den Bahnhof, beziehungsweise werde ich hier ein Ausweichgleis hinbauen oder eher nicht. Ah, Erkältung ist immer noch da. Doch, da werde ich wohl ein Ausweichgleis, boah. Ich habe aber auch eine Aussprache, das ist unglaublich. Naja, werden wir hier ein Ausweichgleis hinbauen. Und dann werden wir das Ganze mit Signalen machen.
Sollen wir das mit Signal machen? Nee, machen wir nicht. Machen wir? Machen wir nicht. Nee, wir müssen ja von der Seite sowieso kommen. Und wenn wir das Stück hier abreißen, dann wird wieder ein Gleitstück zu viel abgerissen. Und dann werden wir uns hier 1, 2, 3, 4, weil es passt. Und hier unten natürlich auch 1, 2, 3. Jetzt haben wir ein Problem. So könnte man als solches sehen, muss man aber nicht. Und dann machen wir das so. So. Finanzen einmal checken. 200.000 haben wir noch. Das Geld werden wir jetzt auch erstmal nicht verlieren, da wir mit dem Fahrzeugwert erstmal kein Minus machen. Dann werden wir uns hier diese Lok kaufen. Bei der bleiben wir. Und werden die mit Chemikalien losschicken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haben wir hier auch 8? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 haben wir da. Geht da noch einer? Ja, einer geht noch. Gut. Fahrplan erstellen. Dazu schließen wir das Fenster hier erstmal. Neue Linie von der Ölraffinerie. Auto halt. Oh. Ich bin schneller als ich kann. Das ist das Gesabbel, ich sag euch das. Runter nach Darmstadt. Ölraffinerie verlassen wir natürlich nur mit 100%. Und dann haben wir Chemie, Gallien für die Druckerei. Und dann können wir gleich die nächste Linie einpflegen. Dort werden wir nämlich dann von Darmstadt zum Buchverlag fahren und das natürlich auch wieder mit 100%. Da müssen wir aber dann gleich noch was an der Gleisanlage ändern. Sonst haben wir ein Problem. Das sind die Bücher für den Buchverlag. Haben wir das auch. Brauchen wir nicht so viel rumzoomen hier. Oder rumscrollen. Chemikalien für die Druckerei. Den schicken wir los. Und dann können wir den hier mit den Büchern gleich losschicken. Nur benötigt, nehmen wir mal, das hier ist. Das sind die Bücher. Weniger. Gleich verkaufen. Weg damit. Und den schicken wir zum Buchverlag. So, dann sollten wir jetzt hier unten erstmal ein Ausweichgleis hinbauen. Das machen wir hier. 1, 2, 3, 4, 5. Das mache ich jetzt, damit sich die Züge möglichst nicht blockieren. Also blockieren werden sie sich anfangs. Das steht außer Frage, aber das soll mich jetzt erstmal nicht großartig stören. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Dann nehme ich nur einen hoch. Komme ich nicht drum rum. Naja. 1, 2. Doch, das sollte passen. Wenn nicht, müssen wir halt noch ein bisschen umbauen. So. Dann bauen wir da noch ein Signal hin. Nee, machen wir nicht, sonst haben wir nämlich das Problem, dass der von dort oben kommt. Da fliegt die Pleuelstange weg. Das ist aber schön für die Pleuelstange. Okay. Haben wir das erstmal Finanzen nochmal wieder abchecken. 143.000 haben wir noch. So, Lok hier. Die fährt. Und ein wenig Defizit. Naja. Unsere Lok von gestern, die hat auch Einnahmen gemacht. Und zwar ordentlich Einnahmen. 43.000 alleine im ersten Monat. Unsere LKWs unten, die können wir uns auch mal angucken, was wir hier so haben. 800 Flocken. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir hier nachher nicht genug Holz haben, aber das werden wir dann in Angriff nehmen, wenn es soweit ist. Wo hätten wir denn hier theoretisch gesehen die zweite Forstwirtschaft? Die wäre schon direkt in Darmstadt oder bei Darmstadt. Okay, dann haben wir uns da schon mal einen Überblick verschafft. Wenn wir mal das Haltestellfenster öffnen, werden uns mal den Filter wieder anstellen und die roten Haltestellen hier raussuchen.
In Berlin 36 Passagiere warten da. Ja, das kann ich so erstmal. Wenn jetzt nichts in Ludwigshafen, da sind auch 34. Wir haben eine ganze Menge Überfüllung. Also sollten wir auf jeden Fall mal ein bisschen verstärken. Also die Berliner Linie, das ist der Ast von Wipperfürth. Dann können wir hier losschicken. Berlin. Welche Linie war das jetzt? Die 17. Da muss ich gleich mal nachgucken. Wipperfürth Berlin nach Ludwigshafen. Haben wir. Starten. Gucken wir uns gerade mal hier die Linie an, welche ich vergessen habe zu kennzeichnen. Das ist einfach eine leere Linie. Warum? Naja. Soll mir auch mal egal sein. Heute ist mir alles egal. Darmstadt Papierfabrik ist überfüllt. Das wissen wir. Darmstadt Rathaus ist auch überfüllt. Mit 39, das nehme ich mal in Kauf. Eichholz Rathaus, das ist schon eher unser Ding. Und die wollen nach Wipperfürth, wollen die? Über Wipperfürth. Dann sollten wir auf die Linie auf jeden Fall auch nochmal einen zweiten Bus schicken. Wipperfürth nach Eichholz, da starten wir. Jetzt habe ich das Fenster geschlossen, das war jetzt nicht so intelligent. Naja, egal. Und was haben wir noch? Ludwigshafen haben wir schon einen. Nürnberg wird gerade abgeholt. Monument wird auch gerade abgeholt. Wipperfürth Bauernhof ist immer noch überfüllt. Obwohl wir da jetzt schon drei Züge unterwegs haben. Mein Güte. Wipperfürth H ist überfüllt. Ja, da kommt ein bisschen was zusammen. Und gehen wir mal mit Bezeichnung so. Ja, gut. Dann haben wir auf jeden Fall oben unsere Druckerei schon angeschlossen komplett. Hoffen mal, dass das ganze Einnahmen einfährt. Unser Zug, der kommt hier auch raus. Dann mal ein bisschen spulen. Dann mal gucken, was wir hier an Asche kriegen. Überhaupt. Für die schönen Büchlein. Der ist soweit schon fertig. Drei Paletten Bücher sind noch da. Dann verfolgen wir diesen Zug mal und dann spulen wir mal vor. Warum blockiert er jetzt hier? Das war klar. Naja. Wie gesagt, Optimierung kommt denn, wenn genug Geld da ist. Ich will das Ganze nachher sowieso alles ein bisschen schneller gestalten, weil wir reizen ja unsere Wagen noch lange nicht aus. Und 1.300 pro Tour, das ist ein Haufen Geld. Also, wenn wir in die Finanzen nochmal reinschauen, wir sehen, dass wir im Gegensatz zum Vormonat unsere Bruttoeinnahmen ja mal eben knapp verdoppelt haben. Nicht ganz, aber naja. Unsere Marge ist auch noch ein Plus. Also jetzt gegenwärtig nicht. Das ist am Anfang vom Monat, ist die Marge immer Minus. Das ist nun mal einfach so. Und dann können wir das mal laufen lassen hier. Ist natürlich die Frage, ob der hier jetzt nicht nachher unten blockiert. 140 Paletten sind da. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen, dass der den Bahnhof hier nachher blockiert. Na, Chemikalien sind da, da müssen wir mehr Holz liefern. Das heißt, wir sollten hier noch ein, zwei LKWs auf die Linie schicken. Papier zur Druckerei. Na, mach mal drei, komm. Wir sind nicht geizig. Und wie sieht es hier allgemein aus? Produktion läuft. Der wartet auf Holz. Dann können wir hier eigentlich mal zwei zum Depot schicken. Weil schneller wird es jetzt auch nicht mehr gehen mit der Holzproduktion. Und wenn, dann können wir immer noch einen LKW einsetzen. Und die LKW, die können wir dann darunter schicken. Nämlich, na, ich muss mal gucken, wie wir hier rüberkommen. Nämlich gar nicht, oder was? Eine Brücke will ich nicht bauen. Ah, nee. Das
Escape. Dann sollte das Fenster zugehen. Sehr schön. Wie machen wir das jetzt am blödesten hier? Dann werden wir hier ein bisschen umbauen. Machen wir da, verkehrte Richtung. Und dann werden wir dort übersetzen. Ich will nämlich nicht von mir aus selber eine Brücke bauen müssen. Kostet Geld. Gehen wir sowas hier. So, und dann gehen wir hier an das zweite Holzfällerlager ran. Bauen auch dort einen Frachthof. Werden die Linie noch besetzen mit beiden LKWs. Mit 100% natürlich. Dort hoch. Linie benenne ich noch nicht, weil wir jetzt nämlich langsam in Zeitnöte geraten. Wir sind schon eine Minute drüber. Und dann auf die Linie 20 und dann starten wir die beiden. Und dann verabschiede ich mich erstmal aus der 7. Folge. Begrüße euch dann in der 8. Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch dann erstmal einen angenehmen Tag. Ciao, ciao.